So Leute, hier ist wieder euer Bolzhorst mit einem Top 100 Titel. Und die Kenner unter euch werden es bestimmt schon erkannt haben. Ich liebe das einfach, das Ding. Da, ja, da war Naughty Dog noch geil. Damals habe ich Naughty Dog so abgefeiert. Jack and Dexter. Ein geiles Sache. Das ist ihr erstes Spiel von Jack and Dexter und ja, wir starten einfach mal rein hier. Startest du ein neues Spiel? Ja, das ist halt typisch PlayStation 2 Teil. Also auf der PlayStation 5. Jetzt schauen Mein wir uns einmal Leben den lang Anfang habe an. ich die Antworten gesucht, die mein Vater und meines Vaters Vater nie gefunden haben. Wer waren die Precursor? Warum erschufen sie die riesigen Monolithen, die überall auf unserem Planeten verstreut sind? Wie haben sie das Echo bezwungen, die Lebensenergie dieser Welt? Was war ihr Plan und wieso verschwanden sie? Ich habe die Pflanzen befragt, aber sie erinnern sich nicht. Die Pflanzen haben die Felsen befragt, aber die Felsen wissen es nicht mehr. Nicht einmal die Felsen können sich erinnern. Jede Faser meines Körpers sagt mir, dass sich die Antworten im Besitz eines jungen Mannes befinden, der sich seines Schicksals nicht bewusst ist, dem nichts daran liegt, die Wahrheit zu finden, der meine Führung ablehnt. Aber warum sollte er auch schon auf den alten Samos, den Weisen, hören? Ich bin ja nur der Herrscher des grünen Echos, einer der weisesten Menschen der Welt. So scheint es, dass die Antwort nicht etwa durch sorgfältige Forschung oder vernünftiges Überlegen gefunden wird. Oh nein! Wie so viele schicksalhafte Geheimnisse fängt alles mit einer kleinen Ungehorsamkeit an. Hey, Jack, der grüne Kerl hat uns doch verboten, hierher zu kommen. Genau, deswegen sind wir hier, weil das uns verboten hat. Sucht weiter nach Artefakten und nach Echo. Wenn die Einwohner Precursor-Gegenstände besitzen, ihr wisst, was zu tun ist. Bestraft jeden hart, der das Dorf verlässt. Wir werden zur rechten Zeit angreifen. Dumm wie Kloßbrühe. Was wollen wir überhaupt hier, Jack? Mir läuft's kalt den Rücken runter. Blöder Precursor-Schrott. Was ist das für ein dunkles Zeug da? Sieht ja nicht gerade einladend aus. Der Weise plappert ständig über die Precursor, die das Zeug hier erbaut haben. Wohin sind sie gegangen? Warum erbauten sie diesen Schrott? Ich mag Precursor-Orbs und Energiezellen genauso wie jeder andere, aber wenn du mich fragst, waren das schon echte Loser. Wie hast du das gemacht? Jack, ich glaube, es gibt Ärger! Tja. Mann, war das heiß! Wir hätten nie herkommen sollen, hättest du auf mich gehört, dann was? Okay, alles klar, mir geht's gut. Was in grünen Teufelsnamen wollt ihr zwei? Wir waren dabei. Ich war... Du sei still. Anstatt meinem Rat zu folgen, seid ihr beiden an dem einzigen Ort herumgestreunt, den ich euch verboten hatte. Der Nebelinsel. Das stimmt und ich... Und Dexter, du hast endlich das überfällige Bad genommen, aber in einer Wanne voll mit dunklem Echo. Also alter Mann, willst du hier jetzt rumquatschen oder hilfst du mir raus aus dem Schlamassel?
Ich werde weiter rumquatschen, denn ich finde, du siehst viel besser aus als vorher. Und außerdem, ich könnte dir gar nicht helfen, auch wenn ich wollte. Was? Es gibt nur eine einzige Person, die das dunkle Echo lange genug erforscht hat, um dich vielleicht zurückzuverwandeln. Gol Acheron, der Weise. Aber er lebt weit entfernt im Norden. Weit, weit im Norden. Seit Ewigkeiten hat niemand mehr mit ihm gesprochen. Ich würde euch ja dorthin teleportieren, aber auch das kann ich nicht. Keiner der drei anderen Weisen hat es für notwendig erachtet, sein Tor einzuschalten, schon seit langer Zeit nicht mehr. Der einzige andere Weg zu Fuß nach Norden führt durch den Feuercanyon. Aber der heiße Boden schmilzt sogar Precursor-Metall. Ihr könnt da nicht einfach so durchgehen. Aber ihr könntet durchfliegen, wenn ihr einen Zuma mit Hitzeschutzschild hättet. Zufällig arbeite ich im Moment gerade an so einer Maschine. Mit nur 20 Energiezellen hätte sie genug Energie, um der Hitze des Canyons zu widerstehen. Nicht wahr, Papi? Ja, Kira, das könnte klappen. Aber wo sollen der Junge und die halbe Portion der 20 Energiezellen herbekommen? Von den Dorfbewohnern. Die meisten von denen haben irgendwo ein oder zwei Energiezellen rumliegen. Und auch wenn sie nicht hergeben wollen, mit ein paar netten Precursor-Ops kann man ihre Meinung schon ändern. Und bestimmt gibt es draußen in der Wildnis noch mehr Energiezellen, die nur auf ein paar mutige Abenteurer warten. Nun, einen mutigen Abenteurer haben wir ja schon. Mutige Abenteurer? Ihr beide würdet ohne Anleitung nicht mal aus dem Dorf rausfinden. Bevor ihr mit irgendetwas anfangt, solltet ihr lieber durch das Warp-Tor gehen und am Felsgeisier ein wenig üben. Da gibt sich noch mehr von diesem dunklen Eko-Zeugs, oder? Ich will nicht nochmal reinfallen und dann so aussehen wie du. Rein da, bevor ich euch beide in Unkraut verwandle. Na dann, und ab geht's. Okay, und es geht los. Da sind wir. Hier. Wow. Du kannst nicht zurück durch Sprungtor, bis du alle vier Energiezellen auf dieser Insel gefunden hast. Oh mein Gott. Dieses Gerät ist ein Kommunikator. Damit können mein Vater und ich euch jederzeit bei eurer Suche Ratschläge geben. Okay. Oh mein Gott, kann man bitte die Kamera drehen? Nee. Ah, glaubst du, oder? Option, ich muss wirklich mal die Grafikoption. Soundoption, Spieloption. Nein, man kann die. Okay. Habe ich das wirklich mit der Steuerung gespielt? Oh mein Gott. Okay. Spielen wir weiter. Ich muss mal so drehen. Diese schwebenden eiförmigen Dinger sind Precursor-Orbs. Wenn ihr genug davon sammelt, geben euch ein paar der Dorfbewohner eine Energiezelle dafür. Na klar, das machen wir natürlich. Also ihr seht schon, es ist klassisch. Es ist so eher so. Ich gehe jetzt erstmal hier lang. 2D Jump'n'Run mäßig Style und ist einfach ein Traum. Einfach so die Gags, die Schlüsselsequenzen waren damals der Hammer. Klar, heutzutage sagt man, wow, es sieht ja gar nicht mehr so schick aus, aber es ist einfach witzig. Und der ganze Spaßfaktor ist einfach super. Genau. Das ist eine Energiezelle, das wichtigste Precursor-Artefakt, das ihr finden könnt. Ihr müsst 20 davon sammeln, damit ich den Hitzeschild für euren Agraf-Zoomer aktivieren kann. Und schon haben wir die Aufgabe. Oder? Da kann man ein bisschen üben. Yeah. Aber wie gesagt, ja, es ist einfach nur jetzt das Tutorial, das ist klar. Also erwarte jetzt. Manchmal musst du mit größerer Kraft zuschlagen. Um eine dieser Kisten zu öffnen, musst du hochspringen und dann mit den Händen voran abtauchen. Ja, wissen wir. Ich habe dieses Spiel damals richtig gern gespielt und es macht jetzt immer noch genauso viel Spaß. Es ist einfach dieses typische
spaßmäßig. Schneefliegen gefunden. Ich habe 7 davon in jedes Gebiet entsandt, um nach Energiezellen zu suchen. Aber die Lurker müssen sie alle gefangen haben. Ja, ja. 6 Stück. Aha. Und hier haben wir eins. Und schon haben wir die 2. Energiezelle. Wir brauchen nur noch 18. Wow, diese letzte Spielfliege hatte eine Energiezelle. Ich wette, wenn ihr alle 7 in einem Gebiet findet, bekommt ihr bestimmt noch mehr Energiezellen. Also, das hier ist blaues Echo. Blaues Echo. Es enthält die Bewegungsenergie. Mit blauem Echo kannst du schnell rennen, Kisten aufbrechen und sogar einige Precursor-Artefakte aktivieren, wenn du in ihre Nähe kommst. Na dann. Und los geht's. Schau, wie sich mit jedem aufgehobenen blauen Echo-Haufen die Zeit verlängert, in der du es benutzen kannst. Hä? Ach, schade. Ah, und da hätten wir das dann gebraucht. Schade. Das ist eine Precursor-Tür. Sie lässt dich nur öffnen, wenn du blaues Echo durch deinen Körper laufen lässt. Ja, ich hab's verstanden. Also nochmal zurück, das Ganze. Ja, oder wir könnten mal gucken, was es da noch hat. Ah, ja stimmt, hier haben wir ja genügend. Das ist eine blaue Eco-Öffnung. Hier ist das blaue Eco viel konzentrierter als bei den schwebenden Haufen. Stimmt, wir jetzt gar nicht schaffen können, stimmt. Eine Ladung davon, die du für die maximale Zeitdauer nutzen kannst. Und los geht's. Lauf! Aber gut, ja, jetzt ist kein Problem. Ah, nein! Oh, oh. Ich bin hier durchgelaufen. Ach komm. Oh nö, ich komm noch mal hoch. Hä? Na. Ah. Puh. Noch mal Glück gehabt. Genau, aber ihr habt jetzt mal so ein gemacht. Das blaue Echo hat die Tür geöffnet. Mit blauem Echo kannst du selbst den Precursor-Artefakten, die schon seit Jahren nicht mehr aktiviert worden sind, Energie einhauchen. Aber jetzt habt ihr auf jeden Fall mal gesehen, wie Check and Access so ein bisschen funktioniert. Es ist jetzt auf jeden Fall mal das Tutorial-Level gewesen. Und es gibt natürlich jede Menge noch zu entdecken. Ihr seid noch in Lava unterwegs, ihr haut den Knochenschädeln einen auf den Deckel. Es gibt Bosskämpfe, es gibt witzige Sachen, es gibt mit Dexter, Jack und Dexter, dem kleinen Fieder, echt witzige Ideen und witzige Situationen. Und ihr seht, das Spiel ist einfach nur purer Spaß. Gönnt euch das, dieses Spiel müsst ihr auf jeden Fall spielen.